Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Deutschland, ein Wintermärchen von Heinrich Heine. Ich bin Ihr persönlicher Zensor und ich muss eine Reisewarnung aussprechen. Das deutsche Nationalbewusstsein ist sensibel. Kaum ist man wiedervereinigt, da löst sich die Identität schon wieder in EU-genormte Einzelteile auf. Und dieser Heine hat schon lange vorher am Nationalgefühl gekratzt. Deshalb glauben Sie nicht alles, was hier erzählt wird. Es ist schon alles gut, so wie es ist. Ja, vielen Dank, mein Zensor. Mit dabei sind vor allem der Autor, der sich inhaltlich nicht so richtig von Heinrich Heine unterscheiden lässt, auch wenn dieser im wahren Leben nicht wirklich immer in so klappernden Versen gesprochen hat. Dann gibt es preußische Soldaten. 1843, als er die Reise unternimmt, stecken die an jeder Ecke des deutschen Flickenteppichs von einem Reich. Es tritt weiterhin auf der Liktor. Das ist eine allegorische Gestalt, die sich später dann selber erklärt. Außerdem gibt es Kaiser Friedrich Barbarossa. Eigentlich ist er natürlich schon genauso tot wie Karl der Große, aber er lebt als Legende und zwar im Kyffhäuser. Und dort werden wir ihn später erleben. Dann gibt es Mutti. Ja, was soll man sagen? Sie wohnt in Hamburg und freut sich total, den Jungen endlich mal wiederzusehen. Auch in Hamburg wohnhaft ist der Verleger Campe, der Heines Gedichte drucken lässt, wenn er sie nicht verlegt. Abschließend Harmonia, die ebenfalls allegorische Schutzgöttin der Stadt Hamburg. Außerdem gibt es natürlich noch jede Menge Nebenfiguren. Heinrich Heine war 1831 ins Exil nach Paris gegangen, und zwar, weil er, obwohl er sich als Jude hatte taufen lassen, nicht in Deutschland als Anwalt praktizieren durfte. Das fand er total doof. Außerdem wollte er als Schriftsteller der Zensur entgehen. Wie bitte? Ja, so war das, mein Zensor. 12 Jahre später unternimmt er eine Reise nach Hamburg, die er hinterher als Wintermärchen in Reime bringt. Und los geht's. Im traurigen Monat November ist's, da reist der Autor per Postkutsche, das ist ziemlich unbequem, aber es geht nicht anders, nach Deutschland. Und schon an der Grenze muss er weinen. Ja, und zwar, weil ich so sentimental berührt bin, die deutsche Sprache endlich wieder zu hören und weil da dieses Harfenmädchen singt und zwar so schief, dass es kaum zum Aushalten ist. Es ist schon alles gut so, wie es ist. Ja, danke schön. Selbst die preußischen Soldaten räumen sie irgendwann weg und kommen zur Sache. So, haben Sie was zu verzollen? Nein? Na, dann packen Sie mal alles aus. Die späteren DDR-Grenzer haben sich wahrscheinlich von diesen preußischen Beamten inspirieren lassen. Und während er von den Deppen in Uniform schikaniert wird, denkt er innerlich, ha, die Gedanken sind frei. Meinen geistigen Sprengstoff findet ihr eh nicht. Das sagt er aber lieber mal nicht laut. Die erste Zwischenstation seiner Reise ist Aachen, wo neben Karl dem Großen auch der Hund begraben ist. Ganz im Ernst, hier in Aachen betteln die Hunde auf der Straße um Tritte, weil es so langweilig ist. Normalerweise quäle ich ja keine Hunde. Station 2, Köln. Prost, es gibt guten und günstigen Wein. Na dann Prost. Kontra, der Dom wird fertig gebaut. Das finde ich scheiße, weil diese gotischen Dome für die Unterdrückung durch den Katholizismus stehen. Die Reformation war die erste deutsche Revolution. Dann macht er sich ein bisschen über andere Dichter lustig, die über den deutschen Rhein schreiben. Ich bin übrigens dafür, dass der Rhein mein wird. Also ich meine nicht, dass die Franzosen den Rhein kriegen, sondern dass ich persönlich den Rhein bekomme. Da bemerkt er auf einmal, dass so eine komische Figur hinter ihm herläuft. Hä, wer bist denn du? Ich bin der Liktor. Was ist denn Liktor? Naja, du kennst ja den Zensor, der verbietet Gedanken. Ich hingegen mache Gedanken wahr. Hä? Ja, alles, was du denkst, führe ich aus. Oh Gott! Und dann träumt dem Autor nachts, dass er mit dem Liktor durch Köln geht und unangenehme Blutspuren hinterlässt, zum Beispiel im Kölner Dom, wo bekanntermaßen die Reliquien der Heiligen Drei Könige sich aufhalten und die werden vom Liktor massakriert. Tschak, 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 ah! Und sehen irgendwie auch ein bisschen aus wie die Staatsoberhäupter von Preußen, Österreich und Russland. Der nächste Ort auf der Reise ist Hagen, wo es richtig gute Küche gibt. Ich liebe Sauerkraut. Und kurz hinter Unna trifft er dann auf einen Westfalen. Hallo, ich bin Westfale und sammle für die Errichtung des Hermannsdenkmals. Der Dichter lässt sich nicht lumpen. Hier hast du 5 Mark. Super, und das Denkmal sieht dann übrigens später aus wie ich. Ja, toll. Ich bin mir übrigens nicht so sicher, ob das so eine gute Sache war, dass Hermann der Cherusker die Römer damals besiegt hat. Denn wenn nicht, dann hätten wir jetzt zwar vielleicht einen verrückten Kaiser Nero, aber wir haben stattdessen 36 mehr oder weniger verrückte Fürsten in Deutschland. Zur Strafe für diese ketzerischen Äußerungen verliert die Kutsche im Teutoburger Wald ein Rad und der Dichter muss sich gegen Wölfe verteidigen. Huh! Glücklicherweise kommt dann der ADAC und hinter Paderborn erinnert er sich daran, was seine Amme ihm früher immer über den Kaiser Barbarossa erzählt hat. Und weil die Kutsche ihn einschläfert, träumt er dann genau davon.
Hallo, hä, wer bist du denn? Ich bin der Kaiser Barbarossa. Du siehst eigentlich mehr aus wie ein Antiquar oder wie heißen die Leute, die Staub mit Büchern drunter verkaufen? Ha, ja, das stimmt, ich bin so eine Art Staubwedel. Ich muss zum Beispiel hier immer meine Männer Staub putzen und die Pferde Staub putzen. Sag mal, hast du Pferde? Ich habe nicht genug Pferde, um Deutschland zu befreien. Nee, aber nimm doch Esel, davon gibt's eh mehr als genug. Ja, nee, alles zu seiner Zeit. Was ist denn eigentlich so passiert in den letzten paar hundert Jahren? Nichts Besonderes, so französische Revolution, die Guillotine haben sie erfunden. Was ist denn eine Guillotine? Ach, das ist eine Maschine zur humanen Hinrichtung, vor allem von Königen. Was? Frechheit, raus hier! Und der wirft den Autor aus seinem eigenen Traum raus, was dem hinterher ein bisschen peinlich ist. In der Nähe von Minden gibt es mal wieder eine Grenzkontrolle. Guten Tag, Ausweis, Name. Ja, mein Name ist Niemand und ich bin Augenarzt für debile, einäugige Riesen. Der Grenzer ist nicht so literaturaffin, deshalb sagt er, ach ja, und wo ist Ihr Stethoskop? Ertappt. Der Autor darf trotzdem nach Minden einreisen, aber da fühlt er sich wie im Gefängnis. In Hannover hingegen ist das Gefängnis innerlich, da ist selbst dem König Ernst August sterbenslangweilig. Endlich kommt er nach Hamburg zu Mutti und Mutti bekocht ihn natürlich und er mampft erstmal und Mutti so, und kann denn deine Frau auch gut kochen und bist du denn jetzt eigentlich Franzose und was ist mit deiner politischen Einstellung? Und er mampft so und sagt, Mama, es schmeckt alles super, aber ich muss jetzt erstmal essen, sonst bleibt mir noch eine Gräte im Hals stecken. In Hamburg hat es neulich einen üblen Brand gegeben, aber die gewieften Kaufleute haben mehr Versicherungspolicen eingesammelt, als sie eigentlich nötig hatten. Deswegen erstrahlt die Stadt jetzt in neuem Glanz und er trifft den Verleger. Hallo Herr Kampe, hallo Herr Heine, kommen Sie mit, ich gebe einen aus. Und der führt ihn aus, sie trinken Shampoos und essen Austern und der Autor so, der Herr Kampe ist der beste Verleger von allen. Ganz unauffällige Werbung für das Verlagshaus im Epos. Hinterher, in etwas angeheitertem Zustand, kommt er auf die Reeperbahn, die damals Drehbahn heißt, und es begegnet ihm ein üppiges Frauenzimmer. Hallo Süßer, komm mit zu mir. Und er, hihi. Und dann gehen sie zu ihr. Komischerweise sieht das ein bisschen aus wie bei Mutti. Und er so, hihi. Ich bin übrigens die Schutzgöttin von Hamburg, heiße Harmonia, und bin ein totaler Fan von dir. Du bist mein Lieblingsschriftsteller. Warum, Schatz, hast du denn diese beschwerliche Reise überhaupt gemacht? Und bei diesem ernsten Thema wird er sofort wieder ganz nüchtern, weil ich Deutschland total liebe. Und eine große Sehnsucht hatte. Ich bin ganz krank vor Sehnsucht. Kann ich einen Grog haben? Und sie macht ihm Grog und trinkt selber den Rum aus der Flasche. Wenn ich nur wüsste, wie es mit Deutschland weitergeht. Wenn ich einen Blick in die Zukunft wagen könnte. Kein Problem. Wie bitte? Naja, du hast ja in Aachen den Thron gesehen, auf dem Karl der Große tagsüber gesessen hat. Hier aber befindet sich der Nachtthron von Karl dem Großen, da hinten in der Kiste. Guck mal rein. Und er guckt in diese Kiste rein, findet den Nachttopf Karls des Großen, beugt sich darüber, um in Deutschlands Zukunft zu blicken. Aber durch die aufsteigenden Düfte schwinden dem Dichter die Sinne. Und dann macht sich auch noch die Harmonia über ihn her. Aber da kommt der Mann mit der Schere. So, an dieser Stelle ist jetzt mal Schluss damit, das Vaterland durch den Kakao zu ziehen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit darf ich Sie jetzt alle auffordern, weiterzuklicken. Gell? Weiterklicken. Hier gibt's nichts zu sehen. Weiterklicken. Und das, liebe Gemeinde, war Deutschland, ein Wintermärchen von Heinrich Heine. Vielen Dank.